So, hallo und herzlich willkommen bei weiterem Unboxing mit Gexle, Twitch, Streamerino, YouTube, Gedöns und alles drum und dran hier. Falls ihr mehr Unboxing sehen wollt, dann natürlich schnabbeln, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, droppt den Follow, sagt hallo, kostet euch nichts und hilft mir beim Wachstum. Und wir haben heute einen Gast, der mir das Paket geschickt hat hier. Hallo Enzo, was geht? Hallo, guten Tag zusammen. Guten Tag zusammen. Ah ja, du bist gleich gecuttet. Das ist viel zu nett. Der ist normal ein Arsch, weißt du? So, also heute etwas komisches Unboxing, weil ihr seht erstmal nichts. Ich werde das Ding mal kurz vom Tisch wegtun und werde es dann so rausholen, okay? Wird natürlich alles ins Meer geworfen, Kappa. Ich sende das Paket zurück einfach so mit dem Füllmaterial. Da haben wir zuerst eine Wasserkühlung, die war bei dir lange Zeit im Einsatz, oder was sagst du? Die habe ich jetzt verbaut bei mir, die was drauf ist. Drin ist eine andere. Weil du hast ja, hast du die benutzt bei dem Rechner? Ja. Okay. Also die was drauf ist, habe ich in Benutzung gehabt, bei den Teilen, was du jetzt hast. Mhm. Und die was jetzt drin ist, hatte ich auch in Benutzung, auch auf dem, muss halt alles buchen, zusammenschrauben. Okay. Aber es müsste alles dabei sein, ja. Gut. Also nochmal kurz zum Festhalten, das ist nichts for free, das ist eine geschäftliche Abmachung. Für 2,50 Mark und ein Frühstück geht das irgendwann in meinen Besitz über. So, das ist halt die normale Wasserkühlung hier von Enermax oder was, sagst du? So. Ja, hier, die auf dem Ding ist, ist die, die du verbaut hast. Und hier ist eine andere drin, ne? Also ich verstanden, das ist richtig. Richtig. Genau. Die hat er halt mitgeschickt, weil die könnte ich halt dann direkt installieren. Das ist eine 120er, glaube ich. Oder die 240 ist es sogar, okay. 240, ja. Die 240er, sauber, okay, krass. Zwei Lüfter. Auch sehr sauber, kann man machen. Kein Problem. Mit ein bisschen Hausstaub von Enzo. Kann man sich ja vorstellen, wie es bei dem ausschaut, Kappa. So, das sind die Befestigungssachen hier. Du hast gesagt, man kann es direkt befestigen, ist alles dabei, oder? Ja. Ist alles dabei, wunderbar. Ja. Wird in Bayern nur mit dem Weizenbier befüllt, genau. Natürlich, klar. Immer. Kannst du Kalle fragen, der kann es vielleicht bestätigen. Das ist das Board dazu. Quasi hat er das Board, Prozessor, RAM und die Wasserkühlung geschickt. Das ROG Corsair 6 Extreme, das ist schon sehr, sehr geil. Das ist ein X370 Board, AM4 Sockel. Starkes Board mit 3 16er PCI Express Slots und 3 1er PCI Express Slots. Genau das, was ich brauche eigentlich für einen Streaming-Rechner. Dann könnte ich alle belegen. USB-Steckkarte könnte ich reintun, mehrere Capture-Cards könnte ich reintun und auch eine zweite Netzwerkkarte könnte ich reintun. So. Hier ist ein Coupon, ist der noch gültig? Hier könnt ihr einlösen. Könnt ihr einlösen, falls das Video jemand sieht. Hier ist ein USB-Stick. Nee, der ist nicht mit. Ich weiß nicht, ob der gültig ist, aber. Egal, wenn das jemand einlösen soll, einlösen, mir egal. Hier ist ein USB-Stick. Hast du mir den mitgeschickt? Oder ist ja, der genau. Dabei? Nee, ich hab den einfach mitgeschickt. Ich hab genug. Okay, dankeschön. Ich benutze den gar nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Das sind schöne Aufkleber. Ich habe noch nie verstanden, warum man irgendwelche Sachen irgendwo auf dem PC draufkleben sollte. Habe ich noch nie gemacht, sowas. Habe ich auch nicht gemacht. Keine Ahnung. Katastrophe, sage ich dir. Vielleicht mal Intel-Aufkleber. Weil ich stolz drauf bin oder so. Das ist ein ultra krasses Board. Das hat damals zur Release 400 Euro gekostet. Das ist von 2017 das Board, soweit ich gesehen habe im Internet. Oder so, ne? 17? 19? 18? Ich weiß gar nicht. Schon ein bisschen. 17, glaube ich. Genau, das sind hier 3 16er, habe ich gesagt, und 3 1er. Könnte man alles belegen. Hier Grafikkarte, Capture Card, Netzwerkkarte, noch eine Soundkarte und noch ein. USB-Hub. Also alles voll im Endeffekt. 6 Dinger. Mal schauen, wie das mit den Lanes geht. Und ich kann das Ding eh noch nicht einbauen. Ich habe kein Gehäuse. Es muss halt erstmal noch stehen, das Ganze. Hab mich für eins entschieden, aber entschieden heißt nicht, dass man das dann einfach zu sich gezaubert bekommt. Das S2 Defined war schon sehr, sehr gut. Ja, hier drunter ist die eine M2, die man dann verbauen kann. Hier ist die zweite M2. Das ist, wird die über angeschlossen sein über den Prozessor. Das wird die über den Chipsatz angeschlossen sein.
Ja, 4 Slotbänke, ganz normal. Ja, ansonsten ist es schon ein starkes Board. Den RAM hast du drunter oder wo ist das, hast du den hingetan? Unter dem Board oder wie? Ja, pack einfach weiter aus, würde ich sagen. Weiter auspacken? Achso, soll ich, ach so, soll ich weiter auspacken? So. Soll ich? Okay. Sag doch mal die Front von dem schönen Ding. Einfach wegnehmen hier, genau, wunderbar. Hier, das ist von Asus, da ist die Beschreibung, ich bin ein Mann, ich brauche so eine Scheiße nicht. So, hier ist das. Oder? Geht's hier noch weiter oder was? So. Ein HDMI-Kabel, Main. Ich brauche eh so viele. Perfekt. Ist das ein 8K60, 4K120? Hoffe ich doch. So. Das ist ganz normal hier. Achso, irgend so ein Stromadapter-Scheiß-Dings da. Genau, was ist denn das? Ach, da kommen ja die ganzen Lüfter rein, oder was? Werden die zusammengesteckt, ja, mit dem Fan? Kann man genau. Mache ich eh nicht. Ich habe es geschaut, das Board hat sowieso tausend Sachen hier. Das ist eine SLI-Bridge, die ist auch ist nicht so wichtig. Da ist noch ein HDMI-Kabel Main. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Hier Stromkabel hier für Lüfter oder für Steuerung der Blink-Dings. SATA-Kabel, Schrauben, RGB meine ich. Hier. Nochmal Stromdings da. So. Und hier haben wir die Ripjaw-Dinger, ja. Die habe ich bei mir eigentlich auch drin, aber die 3600er. Ja. Genau. 3200 hast du gesagt. Hast du doch gesagt, 2033, oder? Hä? Wo liefen die nicht mit zwei. Hä? 3200 sind das. Hier steht sogar da. Warte, ich kann noch näher bringen, es ist halt ein bisschen schwierig jetzt. Ja, man sieht schon, man sieht schon. Jetzt sieht man es. Genau, 270X. Ansonsten. Achso, 27. Genau, ja. Ansonsten gibt es 1000 Lüfter. Das sind alles Lüfterdinger hier. Hier oben auch. Mhm. Ja. Also alles Lüft. Wozu braucht man noch diese Steuerung da? Schau mal, das sind 100. So. Es gibt verschiedene Abteilungen. Es gibt Lüfter für die Radiatoren, es gibt Lüfter fürs Gehäuse, es gibt Lüfter für den CPU. Also ja, genau. Davon hat es halt mehrere. Genau, und das reicht ja dann auch, da braucht man nicht diese Lüfterstings da. Ich habe auch noch nie ein Board besessen, wo das Main-Stromkabel da vorne ist. Krass, Mann. Einfach da vorne der 24-Pin. Und da vorne ist auch der USB-C-Stecker hier, müsste das sein. Und ein LED-Streifen. USB 3 meine ich, USB 3. Hier also ist USB-C, USB 3 halt. Vorne Front. USB-C und Front, ja. USB 3. Dann schaut euch mal an, wie geil. Das ist eigentlich Main. Also ich habe bei mir 22 bis 30 USB-Geräte angesteckt. Also das heißt, die reichen nicht. Deswegen braucht da muss ein neuer Formfaktor erstmal her. Die reichen nicht, deswegen brauche ich eh noch eine USB-Steckkarte, nochmal mit 5 oder 4, mit Strom natürlich, weil die ohne Strom sind scheiße, und dann noch mindestens 1 bis 2 Achterstecker, wo man halt USB 2 rein tut, ein bisschen mit Wireless-Gedöns und sowas. Weil die ganzen Kameras saugen sehr, sehr krass am USB-Port, sage ich dir. The Choice of Champions, endlich ist es beim richtigen Menschen da, hier, Enzo, bei dir war es immer falsch. Gut, ich sag nur mal danke und nettes Geschäft, was wir da gemacht haben. Wenn ihr noch mehr Unboxing sehen wollt, natürlich schnabbernieren, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, sagt hallo, droppt den Follow, kostet euch nix und hilft mir beim Wachstum. Damit kommen wir auch zum Ende dieser Unboxing-Folge. Sagt tschüss, Enzo. Ciao, ciao. Servus.